Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir hier unseren kleinen ersten fleischfressenden Dinosaurier ausgebrütet, der schon gruselige Geräusche macht. Das ist ein Ceratosaurus. Ich mache hier mal ein bisschen das Gras weg. Kann man den besser sehen. Du brauchst ja eh kein Gras, ne, mein Kleiner? Ich lasse dir so zwei Büschel in den Ecken. Dann ist es nicht ganz leer. Aber ich hoffe, der wächst jetzt schnell voran. Das wäre cool. Okay, Hunger hat er auch nicht wirklich. Der sollte auch noch genug zu fressen haben. Ihr habt mir übrigens in die Kommentare geschrieben, dass es hier immer diesen Bestellungsartikel gibt. Und mit diesem kann man den dann auch auf Warten und Wandern und sowas stellen. Das können wir gleich mal ausprobieren. Knochen ist ja der von dem Cerato. Saurier wartet. Dann legt er sich sogar hin. Das ist ja mal der Mega-Tipp gewesen, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt ist er auf Folgen, jetzt ist er auf Wandern. Das heißt, wir brauchen gar nicht die Leine, um unsere Saurier zu bändigen. Wir können die auch mit dem jeweiligen Gegenstand bändigen. Aber der soll ruhig auf Wandern bleiben. Richtig guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dem geht's gut. Der muss ein bisschen wachsen. Wir können jetzt mal eben hier gucken. Dann schauen wir den mal an, wie weit der ist. Der ist nämlich schon relativ groß. Ich glaube, reiten wird aber noch nichts. Ah, vielleicht. Sieht dann aus wie bei so einem Shetland-Pony, wenn man darauf reitet. Ich weiß ja gar nicht, woran man das sieht, ob man den schon reiten kann oder nicht. Oder ob man den überhaupt reiten kann. Irgendwie sind das echt alles Weibchen. Ah, hier haben wir auch den Knochen als Bestellungsartikel. Das heißt, wir könnten jetzt warten machen und dann chillt er sich hin. Ein Braver. Und wir können auch Folgen machen. Gucken, ob das klappt. Hallo. Ich habe Folgen gemacht. Ja, danke für nix. Hallo? Hä, das klappt ja überhaupt nicht. Kommst du jetzt? Jetzt kommt er, okay. Das ist ja süß. Oh mein Gott, der Kleine. Guckt ihn euch an. Ich glaube, der bleibt halt immer auf so einem gewissen Abstand und wandert dann auch. Aber sobald ich zu weit weg bin, kommt er dann auch. Guck mal, wie so ein kleines Hündchen. Komm. Okay, das ist cool. Also, Dankeschön auf jeden Fall in den Kommentaren für diesen coolen Tipp. Frag mich, ob wir den reiten können. Kannst du mal ausprobieren? Komm mal her. Normalerweise geht das nämlich mit der Peitsche. Ich glaube, der muss aber ausgewachsen sein dafür. Den musst du leider wieder in dein Gehege, mein Kleiner. Zu groß und stark bist. Hallo? Hey, du bist doch auf Folgen. Okay, das ist... funktioniert nur so semi. Vielleicht haut er jetzt auch ab, weil ich gepeitscht habe. Weiß es nicht. Wir leihen ihn mal an, das geht leichter. Dann hat er nämlich keine Wahl. Komm. Rein hier. Ab damit. Und jetzt kannst du hier mit deinen Hühnerfreunden ein bisschen spielen. Ah, ich liebe es. Unsere Tiere sind echt toll, die wir haben. Den Vogel haben wir ja auch noch irgendwo, ne? Aber, wer weiß, wo der ist. Und ich bin ganz froh über die Ruhe, muss ich ehrlich sagen. Das klingt zwar gemein, aber der war halt so laut. Deswegen lassen wir den jetzt einfach mal. Ist halt so. Ich warte mal eben auf den nächsten Morgen und dann können wir auch ein bisschen was unternehmen. Wobei wir gar nicht warten müssen, denn ich will eh nochmal buddeln. Ich möchte nämlich nochmal ein bisschen Reliktschrott sammeln, damit wir unser Schwert mal da reparieren können. Das wäre cool. Ich glaube, ich habe schon 3 Reliktschrott. Ich will aber so mindestens 7 bis 8 haben. Nicht, dass das dann wieder alles verschwendet ist, weil ich bin mir da ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Also ich sammle jetzt erstmal ein bisschen was und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Was war das denn? Was ist das? Habt ihr das Geräusch gehört? Ih! Das ist ja richtig gruselig. Ich weiß nicht, ob ich das herausfinden will, was das ist. Ich hoffe, ich finde es nicht. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich wollte hier einfach nur entspannt ein bisschen graben und auf einmal lacht da irgendwie so ein Killer-Clown oder sowas. So klingt das. Eieiei.
Oh mein Gott. Allosaurierkralle habe ich gerade gefunden. Okay, das ist insane. Schnell nach oben. Also die Buddel-Session war wirklich eine super Ausbeute. Was haben wir hier denn noch alles? Oha, ich habe noch gar nicht aufgeräumt hier. Ich habe hier noch voll viele Knochen und so drin. Ja, dann müssen wir mal kurz ein bisschen sortieren. Bin allgemein mega zugemüllt gerade, muss ich sagen. Ich habe 5 Reliktschrott gefunden und ich habe eine Allosaurierklaue gefunden. Das ist richtig insane. Ich hoffe, da kriegen wir gleich die DNA raus. Weil Allosaurier wäre natürlich mega cool, wenn wir den kriegen. Außerdem noch 8 Diamanten. Also läuft gerade ziemlich gut. Ich habe auch gar nicht so lange buddeln müssen dafür. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt gerade richtig Lust, den Aloe freizulassen. Ich meine, der braucht ja eh lange zum Wachsen. Ne? Also eigentlich könnten wir den in dieser Folge noch ausbrüten. Dann haben wir schon das nächste Ziel. Wir haben jetzt echt viel hier schon. Allosaurier. Ich glaube, den werde ich gleich machen. Habe ich richtig Bock zu. Aber erstmal versuchen wir jetzt das Schwert zu reparieren. Und das dürfte hier drin sein, ja. Ich glaube, ich habe aber noch mehr Reliktschrott irgendwo. Ja, hier. 7 Stück haben wir jetzt. Ich hoffe, das reicht. Schauen wir doch mal. Das fängt halt eiskalt wieder bei 0 an, ne? Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, dass das nicht reicht und dann wieder alles verschwendet ist. Weil beim letzten Mal hat er den Fortschritt nicht gespeichert. Boah. Also merkt euch das. Wir haben 7 reingetan. Ich hoffe, es reicht wirklich. Also ich habe keine Ahnung. So, Analysator. Was haben wir denn hier noch? Ich habe doch noch mehr gerade gefunden. Was wir da mit Sicherheit reinballern können. Hier so Pflanzenkrams können wir reinballern. Die Sachen. Ja, ich schaue mal, was ich noch alles so verarbeiten kann. Und bin halt, wie gesagt, hierauf mega gespannt, ob das klappt. Hier liegt ein Ei. Dinosaurier-Ei. What? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht von denen gemobst. Also bei dieser Mod gibt es ja immer was Neues zu entdecken. Ich hau jetzt erstmal ab, bevor die mich angreifen, weil irgendwie sieht er gerade aufgescheucht aus. Schauen uns das mal im Haus an. Ja, perfekt. So, was haben wir denn da? Triceratops-Ei. Wir haben tatsächlich eins geklaut. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Triceratops. Oh, ich wollte eigentlich nicht so viele Haustiere haben, weil um die muss man sich halt auch die ganze Zeit kümmern und so. Ist halt alles nicht so leicht. Ich habe ja nicht mal mehr wirklich Fleisch. Und sowas. Und wir brauchen auch nochmal eben Butter für die anderen Tierchen. Ja, müssen wir mal schauen. Also es gibt hier wieder so viel zu tun. Also der Triceratops muss noch ein bisschen warten. Ich werde gleich erstmal den Aloe machen, glaube ich. Ja, hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen Futter rein. Das klingt doch gut hier. Kommt so Gnathus. So, jetzt hast du erstmal 400 Futter. Sehr schön. Oh, du wirst immer größer. Sehr, sehr gut. Ach, du frisst ja auch Fleisch. Ups, brauchen wir gar keine Pflanzen. Da war ich gerade verwirrt. Wow. Ernsthaft? Das hat nicht gereicht und alles ist weg. Also man muss da wirklich... Ich hole nächstes Mal 15 Reliktschrott oder so, damit das auf jeden Fall klappt. Das ist ja echt belastend. Ich darf nicht gierig werden. Ich muss das halt... Ah, das ärgert mich. Alles verschwendet in Reliktkrams. Finde ich aber auch komisch gelöst, dass es da halt nicht vernünftig funktioniert. Dass es gespeichert wird, der Fortschritt. Macht in meinen Augen auch nicht allzu viel Sinn. Aber gut, so ist es halt. Muss ja nicht immer alles ganz einfach sein. Als nächstes machen wir jetzt mal wieder Biogu. Weil das haben wir nicht mehr, damit wir den Allosaurus vorbereiten können. Also wir brauchen Milch. Und hatten wir das noch? Felasaurus-Fleisch? Ich glaube nicht, ne? Was waren da die Alternative nochmal? Ach, hier verrottetes Fleisch. Oh, ich hoffe, das haben wir nicht alles aufgefressen. Eier sollten wir noch haben. Das heißt, wir sollten jetzt mal Kühe uns langsam besorgen. Also, dass wir allgemein Kühe hier vor Ort haben. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ich schaue mal kurz nach Getreide, ob das soweit fertig gewachsen ist. Das hier sieht fertig aus. Ja, perfekt. 3 Stück haben wir rausbekommen, nicht schlecht.
Die anderen lasse ich mal noch ein bisschen wachsen. Ich weiß jetzt nicht, schon fertig sind oder nicht. Hier so hin. Das ist am leichtesten. Muss ja auch nichts Großes sein. Wir müssen die Kühe ja nicht großartig vermehren eigentlich. Weil, die sollen ja nur uns Milch geben. Das ist doch perfekt. Dann können wir die mal eben mit dem Weizen anlocken. Ich meine, da vorne waren doch direkt Kühe, oder nicht? Ja, das Gute ist, wir können hier noch einen Zwischenstopp machen. Ich habe jetzt zwar das Bett gesnackt soweit. Aber wir können ja selber eben eins bauen, denke ich. Brauchen wir eben noch ein bisschen Holz. Ich sehe schon gar nichts mehr. Mal kurz die Fackeln auf die Zweithand machen. Die Nacht, die kommt immer super schnell hier. Bauen wir uns mal kurz so ein Ding. Und mit diesem Teil können wir uns mal kurz ein... Ja, perfekt. Ein Bett bauen. Genau. Jetzt können wir hoffentlich die Nacht überspringen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Weil ich jetzt keine Wände drumherum gebaut habe. Ich glaube, das war mal bei irgendwelchen Minecraft-Versionen so, oder? Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir haben jetzt die Nacht übersprungen. Perfekt. Und jetzt können wir gucken, ob wir da vorne die Kühe noch finden. Aber je länger wir unterwegs sind, desto besser wachsen natürlich auch unsere Dinos in der Basis. Also es ist gar nicht so schlecht. Ah, erste Kuh gefunden. Und zweite auch. Schreit mich doch nicht immer so an, Triceratopse. Guck mal, deswegen brüte ich den Triceratops auch noch nicht aus. Sonst haben wir so einen Schreihals auch noch bei uns im Haus. Außerdem hat das halt gerade gar keine Priorität. Ich meine, später für unseren Park, den ich noch bauen möchte, werden wir auf jeden Fall einen Triceratops noch machen. Aber jetzt gerade brauche ich halt nur ein Reittier. Und eins, was ein bisschen was aushält und uns auch verteidigen kann. Da haben wir ja den Cerato und den Allo dann. Und sogar den Vogel. Aber der ist auch erstmal nur für den Übergang. Schön wäre noch ein Flugdino. Oder ein Flugsaurier. Dinos heißen die ja nicht. Komm. Da wäre natürlich so ein Pteranodon ideal. Kommt die jetzt oder nicht? Braucht eigentlich nur eine Kuh, aber wenn wir zwei haben, ist halt besser. Komm. Die sind aber auch manchmal doof, ne? Also ich denke mal, nach dem Pteranodon werde ich dann auch nochmal Ausschau halten. Weil das möchte ich unbedingt ausprobieren, ob man damit fliegen kann. Das wäre mega cool. Aber jetzt haben wir erstmal einen langen Weg nach Hause vor uns. Ey, die Kühe wollen mich echt verarschen. Es ist immer nur eine interessiert, die andere lässt einfach ab. Ja, jetzt habe ich sie wieder beide. Ey, die gucken auch schon so strohdumm, wie die sind, ne? Guckt euch das mal an. Genauso verhalten die sich auch. Genauso wie die gucken. Oh Gott, ist das creepy. Alles klar. Kommt. Macht jetzt keine Faxen, ich will nach Hause. Wir sind jetzt auch noch durch einen dichten Wald. Alter, da wollte sie schon wieder abdrehen. Blöde Kuh. Jetzt weiß ich, woher das Sprichwort kommt. Oder die Beleidigung. Hallo. Komm jetzt. Komm. Oh, sind die Kühe anstrengend, Mann. Kann ich die nicht einfach anleihen? Jetzt mal ehrlich. Das geht tatsächlich. Oh mein Gott. Okay. Ah, habe ich wenigstens eine schon mal sicher. Wenn die andere jetzt nicht folgt, dann scheißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, umdrehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die fallen doch hier safe runter. Okay, Risiko, Leute. Jetzt bin ich richtig in der Bredouille. Oh? Oh mein Gott, ihr seid die besten Kühe der Welt. Nimm alles zurück. Ihr seid sowas von klug. Das gibt es gar nicht. Sind beide darüber gelaufen über den Steg. Das war ja insane. Komm. Ja, scheiß drauf. Wir nehmen nur die eine mit Leine. Das ist viel, viel einfacher. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, bin ich froh. Hallo, komm. Letzten Meter nicht schlapp machen. Die andere Kuh oder eine zweite Kuh holen wir dann irgendwann anders mit Leine. Weil ihr habt ja gesehen, was das für ein Akt war. Also, nee, danke. Tschüss. Komm gleich wieder mit einem Eimer und dann wirst du gemolken. Wir brauchen nämlich deine Milch. So, einmal Milch. Danke. Und jetzt sollten wir schon fast alles haben, glaube ich.
geht's denn euch? Oh, guck mal, er wächst. Der wächst sogar relativ schnell. Vogel wird auch immer größer. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Was war das? Biogu hieß der Kram, ne? Biogu. Weizen haben wir. Wir müssten eigentlich jetzt alles haben soweit. Eier haben wir, Weizen haben wir. Verrottetes Fleisch brauchen wir noch. Haben wir auch. Oh, ist ja perfekt. Das heißt, wir sollten das jetzt eigentlich wieder herstellen können. Zweimal sogar, ne? Jetzt haben wir zwei Biogu. Eigentlich können wir die meinetwegen direkt hier reinpacken. Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Und jetzt geht's an die Allosaurier-DNA. Ist ja auch einer meiner Lieblingsfleischfresser, muss ich sagen. Freue ich mich mega drauf. Richtig cool. Ich gehe jetzt nochmal wieder buddeln in der Zeit, würde ich sagen. Ich hoffe, das schlägt nicht viel. Das wäre belastend. Oh, Lapis Lazuli auch noch. Das haben wir auch noch nicht, ne? Das ist auch mega gut. Das brauchen wir zum Verzaubern. Wir haben auch schon 36 Level, sehe ich gerade. Das ist ja richtig gut. Das heißt, wir könnten uns sogar mal versuchen, beim nächsten Mal verzauberte Sachen herzustellen. So eine Glücksspitzhacke ist ganz cool, weil dann bekommt man aus einem Block oder hat eine Chance, aus einem Block mehr zu bekommen. Müsste eigentlich auch bei den Fossilien klappen. Dann würden wir halt unsere Drop-Chance erhöhen mit diesem ganzen Reliktschrott und den Bio-Fossilien. Das wäre für die nächste Folge eigentlich ein sehr, sehr gutes Ziel. Würde uns, glaube ich, helfen, voranzukommen. Oh, Diamant auch noch. Hier geht's ja richtig ab. Eins nach dem anderen direkt hier. Und direkt noch ein Fossil hinterher. Eisen haben wir mittlerweile im Überschuss. Das ist ja alles hier herzallerliebst gerade. Immerhin habe ich gerade Glück. Ich brauche halt jetzt richtig viel Reliktschrott, weil nochmal schmeiße ich das nicht an. Ohne, dass wir hier irgendwie was haben. Also, an genug Reliktschrott. Ihr habt ja gesehen, das ist vorhin einfach alles weg gewesen. Finde ich ganz schön belastend. 7 Reliktschrott für nichts. Aber gut, man lernt dazu, ne? So, schauen wir doch mal. Ja, es hat geklappt. Da haben wir unser Allosaurus-Ei. Richtig, richtig gut. Werden wir gleich freilassen. Aber erstmal will ich noch mir eine neue Spitzhacke machen. Ich glaube, ich mache mir auch mal eine Dia-Schaufel, weil wir haben gerade noch ein Dia hier über. Mittlerweile brauchen wir da auch nicht mehr so sparsam sein. Und wir müssen noch ein Gehege bauen, ne? Das heißt, wir brauchen noch mal eben so ein Zauntor. Dass wir für den Allosaurus da auch das soweit schon mal haben. Zäune müsste ich noch irgendwo haben. Hier, perfekt. Dann können wir das mal schnell machen. Und dann können wir den eigentlich schon freilassen. Es werden immer mehr Tiere. Echt Wahnsinn. Haben wir noch Erde irgendwo rumfliegen, dass ich hier das mal ein bisschen flicken kann? Wäre ganz cool. So, das Loch machen wir jetzt zu. Sieht das hier schon mal schöner aus. Wenn das dann bewachsen ist, können wir auch schönere Wege hier noch hinmachen. Ich würde tatsächlich den auch gerne noch umverlegen, woanders hin. Der steht hier schon fett im Weg. Aber gut, das können wir wann anders machen. Das eilt nicht. Erstmal baue ich jetzt hier direkt nebenan das Allosaurus-Gehege. 1, 2, 3, 4. Sollte reichen von der Größe. Und dann so zu. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch wieder so ein Feeder. Den kriegen wir aber ohne Probleme hin mit den Ressourcen, die wir haben. Das ist übrigens nicht alles an Eisen, was wir noch haben. Ich kann auch ganz viel brennen. Aber bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Und war auch noch nicht notwendig. Deswegen alles cool. So. Ja, Fleisch brauchen wir eigentlich mal ein bisschen mehr, ne? Pack dir mal 2 von meinem Fleisch rein. Also vielleicht sollten wir echt mal anfangen, die Hühner und die Kühe zu vermehren. Wir haben ja so Samen hier. Warte mal. Hallo Hühner. So. Drück die Daumen, dass jetzt noch ein Küken rauskommt. Zumindest. Yes, 1. Das ist doch schön. Immer diese Rechtsklick-Fackel. Ja, das ist echt irgendwie nicht ideal gelöst mit den Fackeln.
Also, oh nein, mach zu. Oh. Ich glaube, deswegen konnte ich auch letztes Mal das Tor nicht zumachen, weil wenn man die Fackeln da hat, dann ist das irgendwie teilweise echt ungenau. Haben wir schon 5 Hühner. Wunder, wunderschön. So, jetzt können wir aber anfangen, eigentlich direkt das Alo-Ei frei zu machen oder freizulassen. Und auszubrüten. Können wir auch nochmal eben gucken. Oh, es reicht sogar von der Wärme aus. Ah, das ist, weil die Sonne darauf scheint wahrscheinlich, ne? Ich mach trotzdem mal lieber noch ein paar Fackeln drumherum. Sicher, sicher. Es ist auf jeden Fall am Brüten. Das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir gucken in der Zeit nochmal eben schnell unsere DNA-Sachen an, die wir haben. Was haben wir hier denn noch? Cerato, Dryo, Gallimimus, Leopleurodon, Ichthyosauria, Megalania, Gastornis, Porus Racus und Compsognathus. Das ist echt krass. Und Triceratops Ei. Ah, so viele DNAs. DNAs? Was ist die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. DNAs und ja, nicht die Kraft und Zeit, alle auszubrüten und sich darum zu kümmern. Aber jetzt kommt als erstes der als nächstes der Allosaurus erstmal. Bei 90% fängt übrigens das Ei hier an zu wackeln. Jetzt ist es gleich soweit. Gehen wir noch ein Stück zurück, dann sieht man es besser. Unser Allosaurus schlüpft gleich. Ich bin gespannt. Da ist er! Alles klar. Komplett am Ausrasten. Hey, gar keine schöne Schlüpfenmusik. Das ist aber frech. Oh, da hinten, der ist aber schon gewachsen. Jetzt sieht man das erst. Der ist aber hübsch. Der ist so gepunktet. Oh, wie süß. Laut ist er aber. Wie viel hat er denn gefressen? Oh, der braucht dringend noch Food. Damit. Ja, ich muss jetzt nochmal, glaube ich, auf Jagd gehen oder irgendwie Fressen besorgen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt uns ein Diamantschwert. Und mit diesem gehen wir dann ich wollte nur eins haben. Gehen wir dann auf Triceratops-Jagd hier in der Umgebung. Weil wir haben, glaube ich, oh Gott. Viel zu viele hier. Die geben bestimmt gut Fleisch. Bitte nicht explodieren hier. Oh, oh. Okay, den haben wir. Sehr schön. So, ich versuch's jetzt mal, gegen einen zu kämpfen. Let's go. Macht dem nur 4 Schaden. Aber er greift gerade nicht an. Ist nicht dieser Sprungangriff stärker? Ich habe keine Ahnung. Ah doch, ich glaube schon. Autsch, der Arme. Ja gut, nützt ja nichts, ne? Aber der hat uns jetzt nicht angegriffen. Also ich verstehe das nicht. Es hat aber auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass diese gespawnten Dinos teilweise verbuggt sind. Manchmal greifen die an, manchmal nicht. Also es wird wahrscheinlich stimmen. Boah. Schreihals, Mensch. Ich will eigentlich auch noch unbedingt zusehen, dass wir Name-Tags bekommen. Was ist das überhaupt für ein Geschlecht? Wieder ein Weibchen. Das gibt's doch nicht. Bei uns gibt's nur Weibchen. Moin. Bist immer noch nicht ausgewachsen, oder? Hunger? Warum? Oh, bist du schon wieder verbuggt? Oder hast du nichts mehr? Hä? Wieso frisst du denn nicht? Komm hier unter das Ding. Friss. Ich sag's euch, ne? Je mehr Tiere man hat, desto schlimmer wird's. Okay. Fressorgie. Dem hier geht's gut. Der ist auch schon ordentlich gewachsen. Eieiei. Und in der nächsten Folge lasse ich wahrscheinlich wieder das nächste Tier frei. So wie ich mich kenne. Immer mehr Schreihälse hier. Die Fackeln hier mal weg. Ich wollte noch mal eben gucken bei dir. Totenkopfstock braucht der als Bestellungsartikel. Keine Ahnung, was das ist oder wie man das herstellt.
Ja, heute bin ich gar nicht aus dem Haus hier rausgekommen. Das ist echt krass. Also es gab wieder so viel zu erledigen. Aber ich will jetzt nochmal schnell Zuckerrohr anpflanzen und so für die nächste Folge. Weil ich möchte auf jeden Fall auf verzauberte Gegenstände gehen. Das wäre ganz cool. Und auch das hier ernten wir mal kurz und pflanzen es neu an. Ich mache jetzt hier auch nochmal mehr raus. Weil das Gute ist, dann können wir nämlich für uns Brote backen und müssen den Dinos nicht mehr das Fleisch weg. Snacken. Das ist vermutlich ziemlich hilfreich. Und Zuckerrohr mache ich gleich auch noch mehr. Da hatte ich noch was in den Truhen gefunden. Ja, heute wieder viele gefarmt und viele Erledigungen musste ich machen. Die Dinosaurier. Aber das gehört halt dazu. Macht ja auch Spaß. Haben ja trotzdem was geschafft, ne? Wir haben einen Allosaurus. Sogar mit etwas Glück haben wir die DNA bekommen. Freue ich mich mega drüber, muss ich sagen. Ich hoffe aber, dass bald mal unser Vogel da ausgewachsen ist, dass wir auf dem reiten können. Weil das ist echt ein bisschen belastend, muss ich sagen, dass wir immer noch warten müssen und zu Fuß unterwegs gehen müssen. Wir sind auch noch Fackeln drin, nehme ich auch mal mit. Aber kann man nichts machen, ne? Die brauchen halt ihre Zeit. Ich hoffe halt, dass mir das wirklich hilft dann. Also, dass es sich lohnt, darauf zu warten. Weil wir sind hier schon an einem Ort, wo es relativ schwierig ist, in andere Biome zu kommen, weil hier so viel Wasser um uns drumherum ist. Ja, war wieder eine sehr, sehr coole Folge, Leute. Wir haben jetzt schon einiges an Lebewesen hier stehen. Haben wieder viel geschafft und ich bin echt zufrieden. Ich hoffe, die heutige Folge von Minecraft Jurassic World hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.